hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Drei einfache Schritte, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 15. Januar 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr weit entwickelt in unserem Verständnis von uns selbst. Wir sind uns sehr bewusst, was wir in jedem einzelnen Moment anbieten. Das ist wirklich das Ziel für euch alle hier auf der Erde, denn wenn ihr euch dessen bewusst seid, was ihr anbietet, dann könnt ihr etwas dagegen tun. Ihr könnt eine innere Veränderung herbeiführen. Die innere Veränderung muss kommen, bevor die äußere Veränderung kommen kann. Genauso wie die Veränderungen, die ihr in der Außenwelt sehen wollt, zuerst in eurem Inneren stattfinden müssen. Alles ist eine Projektion eures Bewusstseins und ihr könnt entscheiden, was ihr projiziert. Das ist euer freier Wille. Ja, euer freier Wille bezieht sich auf Handlungen, Worte und so weiter, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass ihr frei seid, die Schwingung zu offerieren, die ihr zu offerieren wählt. Aber zuerst müsst ihr davon überzeugt sein, dass es eine gute Idee ist, absichtlich eine Schwingung anzubieten, und dann müsst ihr euch bewusst sein, welche Schwingung ihr habt. Und schließlich müsst ihr wissen, wie ihr von einer Schwingung in eine andere wechseln könnt. Sobald ihr feststellt, dass ihr eine niedrigere Schwingung anbietet, akzeptiert sie. Akzeptiert euch selbst dafür, dass ihr euch in diesem Zustand befindet. Es ist nicht eure Schuld. Ihr seid in eine Welt inkarniert, die dazu bestimmt ist, euch zu triggern, die dazu bestimmt ist, euch dazu zu bringen, Dinge zu fühlen, Schwingungen aller Frequenzen zu erfahren. Und warum sollte das so sein? Nun, ihr wolltet Zugang zu allen Zutaten haben, bevor ihr die wunderbarste Mahlzeit zubereitet, die ihr jemals verzehren werdet. Es hilft euch auch, das Gegenteil von dem zu kennen, was ihr anstrebt. Es ist hilfreich, das Gegenteil zu kennen, denn das Gegenteil ist auch das, was euch inspiriert. Es inspiriert euch dazu, euch in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, euch davon zu entfernen. Das sind alles Dinge, die ganz einfach werden, wenn ihr bereit seid, einen Teil eurer Zeit darauf zu verwenden, in eurem Inneren nach diesen Schwingungen zu suchen, danach, wie ihr euch in einem bestimmten Moment fühlt. Es gibt viele Ablenkungen, die euch davon abhalten, und deshalb sind stille Zeit, Meditation, Zeit, die ihr in der Natur verbringt, alles wunderbare Werkzeuge, die euch zur Verfügung stehen, um bewusster zu werden. Und Bewusstheit ist der Schlüssel, um alle Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, die alle in eurem Inneren wohnen. Deshalb werden wir euch immer wieder ermutigen, alle eure Geräte auszuschalten und euch mehr Zeit für euer Bewusstsein zu nehmen. Wir möchten, dass ihr alle Geheimnisse des Universums entschlüsselt. Wir wissen, dass ihr das könnt, und wir wissen, dass ihr nur ein paar einfache Schritte davon entfernt seid. Kümmert euch darum, was in euch schwingt, werdet euch dessen bewusst, was in euch schwingt, und verändert dann das, was in euch schwingt, mit Akzeptanz, mit der Bereitschaft, diese aktuelle Schwingung anzunehmen und mit dem neu entdeckten Wunsch, zu einer sich besser anfühlenden Schwingung überzugehen. Das ist alles, was ihr wirklich braucht. So einfach ist es, Zugang zu all dem zu bekommen, was dieses Universum zu bieten hat. Wir sind der arcturianische Rat,
und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.